Hi Leute, willkommen zum nächsten Einsteiger-Guide. Ja, wir wollen uns heute mal kurz mit dem Thema Kapern beschäftigen. Und zwar müssen wir einmal unterscheiden zwischen Kapern und Entern. Kapern bedeutet, dass wir Schiffe übernehmen, ohne dass wir eine Enter-Mannschaft benötigen. Und ja, das geht eigentlich relativ einfach. Wir müssen nur eine Kleinigkeit beachten oder sollten wir beachten. Nämlich, wenn wir uns jetzt hier irgendein Schiff aussuchen, jetzt hier das Teladi-Schiff, sagen wir, wir wollen jetzt hier den Frachter hier gerne kapern. Kapern geht dann auch in der Regel jetzt nur so bis SM-Schiffe, also bei den kleineren Schiffen, ne? Also für die XL- und L-Schiffe brauchen wir dann tatsächlich auch eine Entermannschaft. Ne? Also das müssen wir dann so ein bisschen differenzieren. Wobei ich meine, ich habe es auch mal geschafft, irgendwie zu kapern. Ein größeres Schiff, aber kann mich doch jetzt täuschen. Aber das ist so eigentlich die Regel. Was sollten wir beachten? Wir sollten beachten, dass wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier in den Sektoren sind, zum Beispiel hier bei den Argonen, wenn wir jetzt hier irgendein Schiff angreifen, was wir ja müssen fürs Kapern, dass mit der Fraktion in dem Sektor befreundet ist. Dann werden wir von der Polizei, von der Fraktion hier, mehrmals angefunkt und die werden auch irgendwann uns dann angreifen. Also ist dann eher ungünstig. Deswegen solltet ihr Schiffe dort kapern von Fraktionen, die entweder mit anderen Fraktionen befeindet sind. Zum Beispiel wie jetzt bei mir jetzt hier die Antigone mit den Terranern, die sind befeindet. Da würde es jetzt keinen Unterschied machen, wenn wir da ein terranisches Schiff im Antigone-Sektor kapern würden. Im Gegenteil, die begrüßen das dann sogar. Oder wir suchen uns hier so neutrale Sektoren. Jetzt hier wie dieser, ich weiß gar nicht, diesen Hatikva zum Beispiel. Oder wir haben ja auch hier so ein paar Sektoren, wie jetzt hier Nobleos Glück. Die gehören ja keinem, ne? Also die sind neutral und deshalb auch ziemlich gut geeignet. Ja, wir holen jetzt hier mal Verteidiger. Den Merkur als Beispiel. Wir sind jetzt hier im neutralen Sektor. Das heißt, uns kann jetzt hier polizeitechnisch nichts passieren. Im Gegenteil, der Sektor gehört uns. Das ist aber eine andere Geschichte. Ja, normalerweise sieht das hier alles so mit weißem Rand aus. Dann sind die halt eigentümerlos im Endeffekt. Ne? Und wir haben jetzt ein M-Schiff. Wir fliegen jetzt hier mit einem S-Schiff. Ne? Ihr dürftet mittlerweile auch schon das eine oder andere S-Schiff haben. Ihr solltet zumindest mal zwei gute Laser haben. Also mit einer Elite wird das nix. Wenn ihr jetzt schon mal zwei MK2 Pulslaser habt oder so wie jetzt hier die Morea, die hat jetzt hier vier Laser, dann macht das schon mehr Sinn, beziehungsweise geht halt wesentlich einfacher. Okay, so, jetzt sind wir ein bisschen flott. Jetzt passen wir unsere Geschwindigkeit mal kurz an, beziehungsweise es gibt hier die Möglichkeit, wenn man die, ja, nicht so wie ich gerade, aber wir können die aus dem Reisemodus hier abfangen. Und zwar indem wir die einmal beschießen, dann fliegen die komplett aus dem Reisemodus raus. Und ja, hier haben wir so ein M-Schiff, M-Transporter. Das hier nicht, das ist ein L-Schiff. Und müssen wir mal gerade gucken, wo will denn er hier hin? Wir werden das jetzt mal so lange beschießen, dass einmal, ja, die Schilde runtergehen. Und ihr seht, diese Frachter haben noch in der Regel Geschütze mit dabei. Er jetzt hier mit Plasma, das ist eher selten. Ihr solltet aber aufpassen, dass ihr da möglichst nicht getroffen werdet. Das könnt ihr ziemlich gut mit den Steuerdüsen machen. Und ja, wir müssen im Endeffekt das Schiff jetzt ein bisschen runterschießen. Wir können auch hier mit Enter-Taste hier. Wir müssen hier echt ein bisschen aufpassen. Du hast keine Chance. Dass wir hier vielleicht auf Stufe 2 ein Laser setzen. Dann können wir nämlich hier umschalten mit den Nummern, also mit den Zahlentasten. Und dann können wir hier nur mit einem Laser schießen. Dann zerstören wir das Schiff mit, zumindest mal direkt. Das war eine schlechte Idee. Und wir werden jetzt versuchen, das Schiff möglichst runterzubringen, ohne von den Geschützen getroffen zu werden. Denn das ist tatsächlich jetzt hier bei dem Schiff ein bisschen gefährlicher. Du hast keine Chance.
Und im Endeffekt lagern wir den so ein bisschen, ne? Wir zerstören den nicht ganz. Wir halten den hülletechnisch ein bisschen weiter runter. Und ja, müssen eigentlich nur ein bisschen durchschalten. Okay, mit dem Blassenmann, das ist jetzt echt hier ein schlechtes Beispiel. In der Regel haben die eher Pulsgeschütze mit dabei. Kommt aber auch auf die Fraktion an. Nicht. Ihr seht hier unten rechts ja auch immer die Anzeige hier, ne? Also hier Schild 2%, Hülle 3. Erwarte Befehle. Und ja, im Endeffekt ist das nur eine jetzt bist du dran. Frage der Zeit, bis die aufgeben. Es geht manchmal schneller, manchmal nicht ganz so schnell. Aber in der Regel geben die irgendwann alle auf. Ja, mit dem Plasma müssen wir aufpassen, das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gesehen. Das ist gar nicht gut. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie gesagt, dass man es nicht zerstört. Du hast keine Chance. Und wenn ihr das Ganze mit M-Schiffen macht, also mit Schiffen, die Geschützkanzeln haben, dann solltet ihr aufpassen, dass die deaktiviert sind, dass die euch nicht das Schiff hier zerstören. Jetzt bist du. Wie lange geht das da noch? So, ah, der funkt euch ja immer an, das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich. Immer mal ein bisschen den Schild regenerieren lassen, nochmal runterschießen. Keine Chance. Genau. Immer gucken, dass man die Schilde mal so ein bisschen auf Null bringt. Geht das da noch? So, hier gibt es noch eine Rettungskapsel tatsächlich. Ja, die ist auch von dem Schiff hier tatsächlich. So wie das hier aussieht. Das heißt, er schmeißt schon seine Besatzung runter. Hau ab. Das ist gar nicht gut. Er repariert auch seinen, ja, die Hülle. Das ist ziemlich knapp gerade. Wie gesagt, da müsst ihr eigentlich ein bisschen aufpassen. Okay, und das war's schon. Ja, ganz schlecht hier. Was macht denn der, das Teil hier unten? Merkur. So, und jetzt hat der Kapitän das Schiff verlassen. Und ist tatsächlich aber noch nicht euch, ne? Also, das ist jetzt hier niemandem. Und ihr hört schon das Rauschen. Wir stehen jetzt mal auf, und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass euer Schiff jetzt nicht irgendwie wie hier noch einen Befehl drin hat. Hallo. Weil wenn es wegfliegt, ist es immer ein bisschen doof, wenn ihr euch noch nicht teleportieren könnt. Dann steigen wir den Raumanzug. Schalten mit Shift F2 jetzt unseren Scanner hier ein. Und dann befindet sich hier an der Einstiegsluke, die befindet sich jetzt gerade zufällig hier, auch dieses Funkfeuer, das sehen wir nur, wenn wir den Scanner anhaben. Wir brauchen den Scanner auch, um dieses Signalleck zu entschlüsseln. Wir fliegen da im Endeffekt langsam heran. So, warten dann kurz. Ah, okay, das war ein bisschen... So. Jetzt haben wir es entschlüsselt und jetzt ist das Schiff schon uns. Merkur, Verteidiger. Und jetzt können wir einfach mit Shift D hier schon andocken. Und schon haben wir unseren... Ja, unsere... So ein Merkur hier übernommen, ein kleiner Transporter. Und ja, mit dem können wir dann jetzt auch hier wegfliegen. Ihr könnt den aber auch direkt verkaufen, und zwar ohne, dass ihr da einen Kapitän draufsetzen müsst. Das geht eigentlich relativ einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gezeigt habe. Wenn ihr halt nicht selber am Steuer seid, ne, das ist halt Voraussetzung, dann könnt ihr das Schiff anklicken.
und könnt es an einer ja, beliebigen Station Raumdock, muss ein Raumdock sein tatsächlich, dann per Rechtsklick verkaufe Schiff und dann seht ihr auch direkt, was ihr dafür bekommt. In der Regel gar nicht so viel. Also ist halt die Frage, ob ihr das Schiff irgendwie gebrauchen könnt oder ob ihr es wirklich direkt verkaufen möchtet. Wenn wir das jetzt verkaufen, dann teleportiert sich hier direkt auch ein Kapitän hin von der Fraktion, übernimmt das Schiff und fliegt das hier auch dann direkt weg. Ne? Also das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ihr fliegt das Schiff selber an irgendeinen Raumdock und rüstet das mit Kapitän etc. auf. Oder ihr habt jetzt irgendwelche Schiffe, die schon Besatzung haben, wie jetzt zum Beispiel hier so ein, keine Ahnung, irgendein Schiff. Da könnt ihr auch irgendwas von eurer Servicemannschaft hier sagen, per Rechtsklick, arbeite woanders für mich. Könnt ihr das Schiff auswählen, den Merkur hier als Kapitän. Und ja, da ist er auch schon. Das kann tatsächlich bei manchmal sogar ein bisschen länger dauern. Vor allem, wenn es die L-Schiffe sind. Ne? Da dauert der, oder ist es nur beim Transferieren? Ich kann mich jetzt auch täuschen. Wenn ihr Crew transferiert, da dauert es tatsächlich länger. Da werden die tatsächlich durch den kompletten Raum transportiert. Ja, und jetzt haben wir hier einen NPC drauf sitzen. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, wie schon gewohnt, das Schiff hier an irgendeine Station zu fliegen. Ich habe hier jetzt ein eigenes Raumdock, ne? Aber wenn es jetzt irgendeins wäre, dann könnt ihr das jetzt direkt reparieren. Ihr könnt es auch selber reparieren mit dem Reparaturlaser und dann wie gewohnt als euer eigenes Schiff behandeln. Ne? Also oftmals sind ja auch noch diverse Güter mit drauf. Hier Navigationswagen, die braucht ihr in der Regel eher selten. Lasertürme, Täuschkörper, das heißt, okay, jetzt sehen wir jetzt hier nichts, weil das meine Station ist, aber wenn wir die jetzt verkaufen, bekämpft er jetzt hier halt knapp 30.000, hier nochmal 50.000 rund, ne? Also ihr bekommt da noch ein bisschen Geld raus und könnt das Schiff trotzdem dann fast schon kostenlos reparieren, ne? Also die Reparatur ist ja relativ günstig. Im Endeffekt kommt ihr da immer mit Profit raus und das war's eigentlich schon, ne? So kapert man Schiffe. Das geht bei Kampfschiffen genauso gut wie bei Transport- oder Bergbauschiffen. Wie gesagt, es müssen halt Schiffe der S- oder M-Klasse sein. Das hier war jetzt ein M-Schiff, also von der Klasse. Ja, Klasse, ne? Jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich euch da nichts Falsches sage. Ich habe es eigentlich schon mal genau erklärt. Wo haben wir das denn stehen hier nochmal? Der Schiffstyp ist ein Transporter und die Klasse ist ein M. Ja, also eine M-Klasse und der Typ ist halt ein Transporter. Ja, die Klasse gibt im Endeffekt die Größe dann an. Das hatten wir ja schon mal ziemlich ausführlich, glaube ich, besprochen im Video Schiffstypen. Ja, und so könnt ihr S- und M-Schiffe ohne Probleme kapern. Ganz wichtig zu wissen ist, das geht bei allen Schiffen. Außer bei Xenon-Schiffen. Ja, das müsst ihr tatsächlich wissen. Xenon-Schiffe gehen gar nicht. Und auch wenn ihr in irgendeiner Story drin seid, also wenn ihr irgendwelche Story-Quests gerade durchführt und da irgendwie so ein NPC drauf ist, da klappt es in der Regel auch nicht, weil halt eben der NPC ja, nicht aufgibt halt. Ne? Also da klappt das dann auch nicht so ganz. Aber wie gesagt, bei allen anderen Schiffen im Raum funktioniert das. Und ja, ist auch ganz interessant. Schaut euch die Schiffe echt mal an. Denn wie ich gerade feststelle, war ich noch nie auf einem Merkur hier gewesen. Tja, traurig aber war. Ne? Nach über 900 Stunden habe ich auch noch nie jedes Schiff von innen gesehen. Ist eigentlich schade. Denn die Entwickler haben sich ja doch schon viel Mühe gegeben, hier die Schiffe irgendwie zu designen. Und haben es auch irgendwie verdient, sich die anzuschauen. Ihr könnt auch mit dem Typen ja mitfliegen, ne? Ihr könnt auch mal bei so einem Transport mit dabei sein. Und aber okay, das war's zum Kapern. Dann viel Erfolg beim Kapern. Und bezüglich Entern machen wir dann noch ein separates Video. Da habe ich mich mittlerweile selber auch ein bisschen schulen müssen. Ja, aber zum Thema Kapern wäre das eigentlich alles, denke ich. Ja, wenn ihr noch irgendwas habt, was ich vergessen haben sollte, schreibt es gerne in die Kommentare mit rein. Und dann viel Erfolg und danke fürs Zuschauen. Bis dann.